Also ich muss mich gerade sehr, sehr zurückhalten, nicht gottlos auf Mutter bei dir zu gehen, weil du hättest es verdient. Aber das ist ja schon ganz schön, ein ganz schöner Rückschritt. Das ist ein sehr krasser Rückschritt, was du sagst. So, 26 Minuten Y-Kollektiv. Uff. Was hat Antifeminismus mit rechter Ideologie zu tun? Sowas gibt's? Ja, sowas gibt's. Das sind die Leute, die sich ein Es gibt Leute, die wünschen sich das traditionell konservative Rollenbild der Frau zurück. Du musst in die Küche gehen, du sollst nicht arbeiten, Kinder, kümmere dich sofort um die Kinder. Sowas halt. Das ist schon nicht unverbreitet tatsächlich. Ich bin kein Feminist und du solltest auch keine sein. Frauen. Ich bin kein Feminist, du solltest auch keiner sein, weil die Gleichberechtigung der Frau mit dem Mann einfach nichts ist, was bei der Gesellschaft positiv ist. Fuck. Was? Gegen Feminismus. Das passiert gerade auf TikTok und auf Instagram. Wir gehen die ganzen Feminismusdebatten so auf den Senkel. Ja. Der Feminismus hat sich in Zeiten der totalen Gleichberechtigung radikalisiert. Die totale Gleichberechtigung! Entschuldigung. Sie erreichen Zehntausende mit solchen Aussagen. Was auch immer der Mann tut, was dir nicht gefällt, weißt du, was du machen solltest? Gar nichts. Frauen sollen laut ihnen nicht selbstbestimmt sein. Ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen. Manche vernetzen sich untereinander und machen Videos mit rechten Influencern. Es ist auch ein internationales Phänomen. Feminism is a war on true masculinity. Bruder, das ist ja das absolute Stereobild des Pick-Me-Frau. So. Hey, ich bin übrigens gegen Feminismus. Willst du mit mir mal ausgehen? Also, wenn du mit mir auf einer langen Autofahrt bist, dann können wir auch ein paar Andrew Tate-Folgen über dem Bluetooth-Radio hören, wenn du möchtest. Alter, das ist halt wirklich... Es gibt das wohl auch ein bisschen komisch. Es gibt auch große Influencerinnen, die das für sich zum Marketing-Gag gemacht haben. Aber schon komisch. Schon ein bisschen komisch. Hier steht, schützt unsere Kinder vor Feminismus. Sie alle sind Anti-Feministinnen. Was? Ich frage mich, ist diese Ideologie Meinungsfreiheit oder eine Gefahr für unsere Demokratie? Ich glaube, was wichtig ist... Ja, eine Gefahr für die Demokratie nicht. Das ist halt verstrahltes Red-Pill-Gelaber. Also eine Gefahr für die Demokratie nicht, nur weil jemand auf TikTok ein Video macht. Nur weil jemand auf TikTok ein Video macht, wo er sagt, also Feministen, die treiben es auch zu weit. Das geht so nicht. Also es ist schon komisch, ist einfach komisch, aber die Gefahr für die Demokratie glaube ich nicht. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal. Ich sehe es nur nicht. Das Video heißt, was hat das mit rechter Ideologie zu tun? Das verstehe ich nicht ganz. Also verstehe ich den ersten Zusammenhang, verstehe ich nicht ganz. Vielleicht könnte man das autoritär irgendwie argumentieren. Aber dieses Red Pill-Gelaber, das ist ja so ein toxischer Stereotyp von Incels und Leuten, die mit Frauen auch wirklich nur übers Internet zu tun haben sollten. Im Maximum. Sozusagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist, dass Antifeminismus ein Brückennarrativ, ein Türöffner ist in extrem rechte Ideologien. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen. 4 Monate recherchiere ich auf TikTok und Instagram und frage mich, wieso sind Frauen gegen Feminismus? TikTok und Instagram nutze ich zur Unterhaltung. Normalerweise werden mir dort lustige Hundevideos und Einrichtungstipps vorgeschlagen. Doch seit kurzem bekomme ich ganz anderen Content in meinen Feed. Frauen positionieren sich dort gegen Frauenrechte. Was? Sie sagen und schreiben dort Dinge wie: Feminismus steht schon lange nicht mehr für Gleichberechtigung, falls es das jemals stand. Okay, ja, das ist natürlich extrem dumm. Feminismus in Frage zu stellen bei den extremsten Urläufen, das kann ich verstehen. Also es gibt eine sehr kleine Bewegung von extremen Feministinnen, die den Punkt haben, dass Männer unterdrückt werden sollen, um den Ausgleich zur Unterdrückung der Frauen der Vergangenheit zu kompensieren. Das ist mega lost. Aber das sind auch super wenige.
Also das sind laut, die sind sehr, sehr laut, aber die sind super wenige und die sind absolut verstrahlt. Niemand nimmt die ernst. Aber die als Grundlage zu nehmen, um zu sagen, dass der Feminismus übertreibt, ist schon ultra cringe. Hä? So das bereinigte Gender Pay Gap ist ja immer noch da. Wir haben immer noch mit Problemen in der Gesellschaft, mit Unterschieden in der Bezahlung zwischen Mann und Frau zu tun. Wir haben jetzt ja wieder eine neue Debatte gehabt mit dem Elterngeldentzug. Es wurde ja jetzt von der Bundesregierung vorgeschlagen, dass das Elterngeld für Leute über einem Einkommen von, wie viel waren es, 140.000 im Jahr, 130.000 im Jahr, sowas, gestrichen werden soll. Und das ist tatsächlich auch ein feministisches Problem, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn wir in der Beziehung Mann-Frau jemanden, beide Geschlechter vertreten haben und die dann arbeiten, dann wird der Mann in vielerlei Fällen mehr verdienen als die Frau. Und wenn wir dann das Elterngeld streichen, wird die Frau halt einfach zu Hause bleiben. Und das ist auch ein feministisches Problem. So, das ist ein Rückschritt. Das ist ein Rückschritt in der Gleichberechtigung, der wichtigen Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Auch wenn das für Leute ist, die sehr viel Geld verdienen, ist das trotzdem ein Rückschritt. Und das ist auch schon Feminismus so. Solche Positionen zu haben, ist auch schon feministisch. Das ist doch cool. Ich verstehe nicht. Was hat das mit Gleichberechtigung zu tun? Was hat was mit Gleichberechtigung zu tun? Konkretisiere die Frage bitte. Kennenlernen, konfrontieren und erfahren, was sie antreibt. Ein Instagram-Kanal, der mir während meiner Recherche immer wieder begegnet, ist der von Liebe zur Bibel. Keine Ahnung, warum der Kanal Liebe zur Bibel auf Instagram gegen Feminismus ist, kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht, wieso. Dort finde ich viele Posts zum Thema Männer- und Frauenrollen. Die seien Gott gegeben. Bedeutet. Sorry, aber wenn Menschen, die teilweise bis zu 100.000 im Jahr verdienen, auf bis zu 15.000 Sonderleistungen im Staat verzichten müssen, dann ist das aus linker Perspektive auf jeden Fall ein Fortschritt. Was? Nee, also ich male das Szenario nochmal für die Leute, die es nicht verstanden haben. Wenn du Elterngeldeinzüge machst für Paare, die ein gewisses Einkommen haben, dann betrifft das natürlich erstmal nur eine Zielgruppe, die im oberen Mittelstand unterwegs ist. So, das ist dann die Zielgruppe. Allerdings ist es dann so, wenn die Entscheidung getroffen werden muss im Haushalt, wer auf Basis des gestrichenen Elterngeldes definitiv zu Hause bleiben soll, dann ist immer der am weniger verdient. Und das ist eine feministische Frage. Nämlich, weil Frauen immer weniger verdienen in diesen Haushalten oder zu 99,9% werden also Männer nie Elternzeit nehmen beziehungsweise da irgendwie zu Hause bleiben, weil die definitiv verdienen müssen. You get this? Get the point? Es ist also doch eine feministische Frage. Das findet in einem Haushalt statt, der viel verdient. Aber wenn man dem Haushaltseinkommen Geld wegnimmt, weil sie so viel verdienen, dann trifft eine ganz einfache Frage, dann findet eine ganz einfache Frage statt. Wer bleibt zu Hause in einem Haushalt, wo der männliche Partner mehr verdient und die weibliche Partnerin nicht? Na, dann bleibt die weibliche Partnerin zu Hause. Und das ist ein feministischer Rückschritt. Ganz einfach. Weil da wird nicht mehr darum geguckt, weil grundsätzlich ist es ja Gender Pay, wir kennen die Fakten doch, wir kennen das doch, ne? Bereinigter Gender Pay Gap, die unterschiedlich in der Bezahlung sind, die unterschiedliche Positionen, die angenommen werden. Wenn bei so einer Frage die Haushaltsfinanzen mit reinspielen, wird die Frau immer zurückstecken müssen. Wer auch sonst, soll der Mann das Kind stillen? Willst du mich verarschen, Alter? Was hat denn das Stillen vom Kind mit der beruflichen Werdegang zu tun? Bruder, also ich weiß ja nicht, in welcher konservativen Vergangenheit du lebst, aber ist dir sowas schon, ist dir der Begriff Abpumpen von Muttermilch ein Begriff? Also geht das bei dir? Hast du sowas schon mal gesehen? Also ich muss mich gerade sehr, sehr zurückhalten, nicht gottlos auf Mutter bei dir zu gehen, weil du hättest es verdient. Aber das ist ja schon ein ganz schöner Rückschritt. Das ist ein sehr krasser Rückschritt, was du sagst. Für dich ein kurzes Update. Man kann sowas abpumpen und man muss da nicht die ganze Zeit die Titte funktioniert. Und es gibt für Mütter, die das nicht können, also es gibt auch Mütter, die können, da funktioniert das mit dem Stillen nicht, Ersatzprodukte. Also für den Fall, dass du das wirklich nicht wusstest, nun bist du tatsächlich informiert. Konkret, Frauen müssen sich ihren Männern unterordnen.
In einem weiteren Post finde ich Anweisungen, wie man sich als Frau zu kleiden hat, um von Männern nicht als Sexobjekt wahrgenommen zu werden. Ja, das hat ja, das sind religiöse Fanatiker so. Damn, Alter. Mir war nicht klar, dass es so viele Menschen gibt, die Feminismus für gefährlich halten. Für mich ist Feminismus eine Lebenseinstellung. Er steht dafür, dass alle Geschlechter gleichwertig sind und deshalb gleichberechtigt sein sollten. Antifeminismus ist eine ideologische Haltung, die den Feminismus ablehnt und sagt, dass heutzutage keine Ungleichheit mehr zwischen den Geschlechtern bestehen würde. Ich will wissen, wie entsteht eine antifeministische Haltung? Während meiner Recherche lasse ich die Aussagen der Frauen von Len Schmid, von Mobirex, vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg einordnen. Mhm. Aus Angst vor Angriffen möchte Len nicht gezeigt werden. Len ist non-binär. Die erste Frau, die ich treffe, ist Jasmin. Sie ist christliche Influencerin und betreibt den Instagram-Account Liebe zur Bibel. Die halten doch nicht Feminismus für gefährlich, die leben einfach religiös. Nie sagt die Dame, dass Feminismus gefährlich sind. Okay, ich formuliere es mal anders. Die leben nach einem Wertekorrektiv, das sich in einer modernen Gesellschaft ganz, ganz hinten anstellt. Und der Grund, warum sie danach leben, ist, weil die religiöse Vormachtstellung oder die Prinzipien der religiösen Struktur, die man selbst predigt, nun mal, das ist halt so, dass die Frau sich unterordnen muss. Das steht da halt. Das ist da halt so. Das steht da halt. So sind zwar vor Gott irgendwie alle gleich, aber außer du bist eine Frau, dann musst du zu Hause bleiben. Dann bist du dem Mann unterstellt. Das ist ein bisschen schwierig. Sehr antik, um das mal vorsichtig auszudrücken. Vor dem Frühstück wird erstmal gebetet. Zwar bete ich mit, fühle mich aber als überzeugte Atheistin komisch dabei. Oh, Atheistin direkt. Das heißt, Religion und so direkt abstoßen. Hm, sympathisch. So, let's go. Also bedien dich. Machst du das vor jedem Essen? Ja, also ich, nicht, wenn ich jetzt ein Brötchen esse, bete ich jetzt nicht jedes Mal davor. Jasmin ist Mitglied in einer Freikirche in Hamburg. Ich halte von der Kirche absolut nichts, aber lass sie doch einfach. Die schaden niemanden außer sich selbst. Ich wünschte, das wäre so. Aber die katholische und die evangelische Kirche sagen da ein bisschen was anderes mit ihren hunderttausenden Missbrauchsfällen, besonders bei Kindern. Und ich denke nicht, dass wir das so lassen. Außer du möchtest das so, was ich nicht glaube, ehrlich gesagt. Das würde ich dir niemals unterstellen, aber das ist schon weird sozusagen. Komische Statements, Digga. Kann es sein, dass du ein bisschen voreingenommen bist? Beruflich ist sie Kommunikationsdesignerin und studiert Theologie. Heute spielt der Glaube die zentrale Rolle in ihrem Leben, erzählt sie mir. Okay. Lass dich niemals vom Rauschen des Zeitgeistes beirren, sondern vertraue der Kraft des alten, törichten Evangeliums, predige es und achte nicht darauf, was Experten sagen, sondern schaue nur zu, was Gott tut. Findest du das gut, Feli, was da steht? Also sollen die das nur so, also ist das okay, dass die so leben? Lass dich niemals vom Rausch des Zeitgeistes beirren, sondern vertraue immer der Kraft des alten, törichten Evangeliums, predige es und achte nicht darauf, was Experten sagen, sondern schaue nur zu Gott. Ist das cool? Ich segne das vorher ab, ne? Nicht, dass hier irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Für mich, ich sag das vorab, das ist übel verstrahlt und geht auf keine Kuhhaut, Digga. Ne? Davor sei sie völlig weltlich aufgewachsen und habe dann gemerkt, wie unfrei sie sei. Eigentlich bin ich versklavt und eigentlich suche ich überall in jedem Bereich irgendwie nach Befriedigung oder ja, nach, ich will glücklich werden. Ich lese dann die Bibel und ich lerne, was es heißt, Christ zu sein. Indem ich halt Gottes Wort einfach lese und gucke, was sagt Jesus eigentlich in seinem Wort über mich, über die Rolle der Frau, über das Frausein. Jasmin. Krass. Jasmin verändert ihr Leben radikal. Hat ein neues Selbstverständnis in ihrer Rolle als Frau, ändert ihren Alltag, ihre Lebensziele und auch ihren Kleiderschrank. Kurze Hosen, Crop-Tops, heute ein No-Go. Wer entscheidet, ob jetzt eine kurze Hose aufreißend ist oder nicht? Also die Frau hat ja einfach sekundäre Geschlechtsmerkmale, die halt einfach aufreizend auf Männer wirken. Also ja, aber jetzt zum Beispiel, Beine sind jetzt keine sekundären Geschlechtsmerkmale. Nee. Ja. Genau. Kann man einfach, als Frau hat man, glaube ich, weiß man, was man anzieht und weiß auch, welche Wirkung das erzielt. Wie krass sich Jasmin äußerlich in den letzten Monaten verändert hat, wird sie mir später noch zeigen. Nicht nur ihre Rolle als Frau begründet Jasmin mit Bibelversen.
auch ihre Vorstellung einer vermeintlichen natürlichen Geschlechterordnung. Also sobald irgendwas mit Bibelversen begründet ist, ist das der verstrahlteste Scheiß, den ich mir vorstellen kann. Also ganz ehrlich, Dinge mit Bibelversen zu begründen, ist schon huch, Alter. Also huch, das ist schon merkwürdig. So, stell dir mal vor, du musst 2023 die Rolle, die du widerspiegelst, mit Bibelversen rechtfertigen. Das ist ja crazy. Ne, Gott hat für jede Person, für jede Frau, für jeden Mann eine individuelle Berufung. Und dennoch gibt es klare Anweisungen für Frauen und es gibt klare Anweisungen für Männer jetzt. Eine extreme Ansicht, finde ich. Klare Anweisungen für Frauen, klare Anweisungen für Männer. Leben wir nicht in einem Land, wo jeder alles sein kann? Nee, es gibt klare Anweisungen für Frauen und klare Anweisungen für Männer. Hier steht zum Beispiel an die Frauen, zu euch Frauen ordnet euch den Männern unter. Das wäre jetzt so eine Anweisung an die Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Aber genauso krass gibt es dann auch eine Anweisung für die Männer. Ja, und die sollen sich Gott unterordnen. Dass die Männer die Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, sprich... Was? Christus hat sich hingegeben für seine Gemeinde, ist gestorben für seine Gemeinde. Das ist der Auftrag an die Männer, sich so hinzugeben für die Frauen, wie Christus sich hingegeben hat für die Gemeinde. Sie zitiert hier aus dem Brief des Paulus. Warum zitiert sie aus seinem Handy? Sie ist doch eine bekennende Gläubigerin. Sie sollte das doch auswendig kennen, oder nicht? Boah, du hast so eine fucking fundamentale, komische Herangehensweise. Ist halt wirklich cringe. In die Epheser aus dem Neuen Testament. Wie schafft man dann da in der Beziehung oder in der Ehe die Entscheidungs... Macht an den Mann abzugeben. Also noch bin ich ja nicht verheiratet. Ja. Man kann es ja erst mal so sehen, wenn man dann irgendwie verheiratet ist. Aber ich würde schon sagen, also ich sehe... Also nimmt sie die Bibel jetzt wörtlich? Also es scheint ja so, als wäre das eine sehr wörtliche Interpretation der Bibel. Oder da müssen wir aber noch mal reingucken. Da gibt es nämlich sehr, sehr verstrahlte Herangehensweisen. Katholisch.de sagt, es ist unsinnig zu sagen, ich nehme die Bibel wörtlich. Okay. Dann doch nicht vielleicht. Die Evangelien des Neuen Testaments, Evangelien des Neuen Testaments und die Apostelgeschichten des Lukas sind etwa 30 bis 70 Jahre nach dem Tod des Jesus von Nazareth in ihrer heutigen Form gebracht worden. Das schließt nicht aus, dass es sich schon früh um einzelne Briefe, in Briefen auch um Sammlungen von Aussprüchen Jesu, die wie etwa hypothetische Logikquellen oder einen Passionsbericht in schriftlicher Form gegeben haben könnte. In den Kontroversen um die historische Korrektheit biblischer Aussagen geht es insbesondere um folgende Argumentation. Manche Erzählungen im Alten Testament seien Mythen ohne Zusammenhang mit der historischen Wirklichkeit. Die Darstellung tatsächlicher Ereignisse sei im Verlauf langer mündlicher Überlieferungen vor der schriftlichen Aufzeichnung durch Mythenbildung verfälscht worden. Viele biblische Texte seien von der Persönlichkeit des jeweiligen Autors und seinen individuellen weltanschaulichen und theologischen Ansichten geprägt worden. Viele Schriften der Bibel seien bei großer zeitlichen Abständen hinweg von unterschiedlichen Autoren bearbeitet und ergänzt worden, zum Teil weit nach der jeweiligen beschriebenen Ereignissen. Daher konnten sie nur sehr eingeschränkt als tragfähige historische Berichte gewertet werden. Es ließen sich Widersprüche zwischen historischen Aussagen der Bibel feststellen, zum Beispiel die widersprüchlichen Angaben zu dem Vorfahren Jesu. Es gäbe nicht wissenschaftlich bestätigte und nachweisliche falsche historische Aussagen in der Bibel. Okay. Die Bezeichnung der Bibel als Wort Gottes gelehrt in der katholischen sowie in der evangelischen Kirche schließe die Auffassung nicht aus, dass die Bibel der Auslegungskunde bedürfen. Im Katechismus der katholischen Kirche heißt es, die Aufgabe, das Wort Gottes verbindlich auszulegen, wurde einzig dem Lehramt der Kirche, dem Papst und in der Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfen anvertraut. Oh. Cringe. Aber wir gucken mal weiter. Also es soll keine, Katholiken sagen, man solle die Bibel nicht wörtlich nehmen. Das wäre auch echt beschissen, wenn man die wörtlich nimmt. Da stehen nämlich sehr gemeine und sehr brutale Sachen drin. Ich würde das Prinzip auch in der Ehe leben, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, Gottes Prinzipien sind halt wie gesagt allgemein zeitlos gültig. Und würde mich auch dann da unterordnen. Jasmin wirkt als Influencerin und Kleinunternehmerin emanzipiert. Da scheint es widersprüchlich, dass sie sich in einer Beziehung unterordnen würde. Ich glaube nicht, dass eine Frau einfach nur dazu gemacht ist, zu Hause zu sitzen und Kinder zu bekommen, sondern sie hat eine individuelle Berufung von Gott bekommen. What the fuck? So, und das ist bei jeder Frau anders. Natürlich ist die Frau da, um Kinder zu gebären. Der Mann kann keine Kinder gebären. Das ist die Rolle der Frau.
Was ist, wenn eine Frau keine Kinder bekommen kann? Das ist schade, das ist nicht schön. Len Schmid vom Demokratiezentrum Mobirex sagt: Es ist eine verbreitete Haltung im Antifeminismus, von einer natürlichen oder gottgegebenen Geschlechterordnung auszugehen. Wollen wir noch über deine Bücher reden? Ja, können wir gerne machen. Jasmin schreibt seit 3 Jahren Bücher. Oh mein Gott, also es tut mir leid, ne? In diesem Zusammenhang muss man sich halt fragen, wenn dein gottgegebene Inspiration unter Umständen dazu führt, einen monetären Vorteil in der Wirklichkeit zu erlangen, sollte man sich den Cui Bono-Fall vielleicht mal nach vorne drücken und sagen, vielleicht passiert das ja wegen dem Geld und nicht wegen der Überzeugung. Zum Beispiel dieses: Wo bleibt eigentlich dein Ehemann? Darin geht sie primär der Frage nach, wie man als Frau das Single-Leben mit einer eigenen Berufung gestalten kann, bevor man schließlich den Ehemann fürs Leben findet. Ich versuche den Frauen Identität mitzugeben oder Identität zuzusprechen, wo Jesus sie zuspricht. Das würde auch erklären, warum das alles abgelesen wird. Also die, ja, okay. Zum Beispiel, hey, du bist erwählt, du bist heilig geliebt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, sprich, dein Körper ist Gott wichtig. Ich muss mich als Frau jetzt nicht nur die ganze Zeit auf meinen Partner konzentrieren und hier zu Hause sitzen und weinen, wann kommt er endlich, mein Ehemann, sondern ich kann mich darauf vorbereiten, die Ehefrau zu sein, die ich sein möchte nachher. Ein anderes Buch trägt den Titel Jesus und Gender. Okay, worum geht's denn da? In der Inhaltsbeschreibung schreibt sie, dass ihr Buch unverzichtbar sei für Eltern, denn die Gender-Ideologie würde Gedanken und Weltanschauungen von Kindern pervertieren. Cui bono. Sehr verstrahlt. Unheimlich verstrahlt. Im Buch vertritt sie eine binäre Geschlechterordnung, sagt, es gäbe nur männlich und weiblich. Mit ihren Worten leugnet Jasmin die Existenz von transidentitären Menschen. Ja. Jetzt mal nur Beispiel Intersexualität. Wenn sich Menschen, also aus biologischen Gründen, jetzt nicht ein Geschlecht zuordnen lassen. Was ist da die Antwort auf jungen Mädchen? Ich kann da gerade viel zu wenig zu sagen, weil ich in dem Thema noch nicht so drin bin. Aber ich habe ein Buch geschrieben. Aber liest dir mein Buch durch. Ich kenne mich da nicht so aus. Bin ich nicht so drin. Aber das Buch, das kann ich nur empfehlen. Ja, ja. Ist ein gutes Buch. Dann bin ich lieber vorsichtig, irgendwas dazu zu sagen. Also, ich habe mich damit zu wenig auseinandergesetzt. Ja. Mich erschreckt es, dass Jasmin ein Buch über Geschlechter schreibt, ohne sich damit auseinanderzusetzen, natürlich. Ja. Wer hätte es gedacht, dass es bei diesem Aspekt um eine Zulieferaktion für eine Zielgruppe gibt, die in dem Sektor halt sich zu Hause fühlt? Hat ein Buch darüber geschrieben, hat aber auf eine einzelne Rückfrage geantwortet: Ich kenne mich da nicht so aus. Tja, Dankeschön für den Beitrag. Sich mit dem Thema offensichtlich näher beschäftigt zu haben. Auf dem Weg in die Stadt zeigt sie mir noch Bilder von ihrem früheren Ich. Krass. Das bin ich. Also würde ich jetzt so, vielleicht im Urlaub, ich weiß nicht, also ich würde jetzt hier so jetzt nicht rumlaufen auf jeden Fall. Wieso nicht? Das vermisst du es ein bisschen? Nein. Gar nicht? Nee. Nee, also ich habe mein Leben da so gelebt so, und ich sehe das und denke mir so, ja, okay, krass. Hä, das sah doch ganz normal aus, war doch jetzt nicht... Du hast halt ein altes Leben gehabt und ich bin froh, dass Jesus mich da rausgenommen hat, ehrlich gesagt. Meinst du, ich wäre da frei gewesen, so, ich kleide mich, wie ich will, ich feiere mein Leben, so wie ich will. Ich war nicht frei, ich war einfach auf der Suche nach Liebe. Oh Gott, ich kotze mir in meinen Bauch. Entschuldigung. Jasmin ist hier mit ihrer Freundin Lina verabredet. Vor ein paar Jahren hätte sich Lina noch als Feministin bezeichnet. In der Uni lernt sie Jasmin kennen und vollzieht einen kompletten Lebenswandel. Ich war richtig krass in der feministischen Richtung, sag ich mal, unterwegs. Wie sah das denn aus? Also, ich habe schon echt auch so einen Hass gegen Männer gehabt, so ein bisschen. Und mich einfach so doll... Also Feminismus ist für sie Hass gegen Männer. Also es geht nicht darum, dass ihre Interpretation davon... Sie sagt, sie hasst Männer und nennt das Feminismus. In eine krasse feministische Richtung. Das ist aber kein Feminismus, sondern das ist Sexismus. Das nennt sie falsch. Das ist nicht, hat nichts mit Feminismus zu tun. Feminismus ist nicht Hass gegen Männer. Das ist Sexismus. Das ist ein Definitionsproblem. Auch unterdrückt gefühlt, was glaube ich auch ein bisschen dem geschuldet ist, wie in der Gesellschaft mit dem Thema Feminismus umgegangen wird. Mein Denken wurde so irgendwie
umgepolt von Gott, dass... Oh Gott. Feminismus nicht bedeutet, mich irgendwie für... auf Krampf für... Wie kann ich das sagen? Für Rechte einzusetzen, denn von denen ich glaube, dass ich sie nicht habe, obwohl ich sie vielleicht eigentlich habe. Und Erde. Was? Und stattdessen sich vielleicht einfach mal damit auseinanderzusetzen, was Gott denn eigentlich gedacht hat, was meine Rolle als Frau ist und mich darin auch einfach mich anlehnen zu dürfen. Von einer Feministin zur Antifeministin. Hä? Die ist ja keine Feministin gewesen. Die hat gesagt, sie hasst Männer. Aber das ist doch kein Feminismus. Die hat halt einfach einen Hass auf Männer. Und jetzt hat sie zu Gott gefunden. Und deswegen hasst sie Männer nicht mehr. Aber sie nennt das Feminismus. I don't know. Sie sollte vielleicht aufhören, das Feminismus zu nennen? Lina erzählt, dass sie nach ihrem Wandel einen Großteil ihres Freundeskreises zurückgelassen hat. Mädelsabende, an denen über Sex oder Partyerlebnisse gesprochen wird, kann sie sich nicht mehr vorstellen. Früher habe ich immer gesagt, dass ich keine Kinder will, dass ich Karriere machen will, weil es ja wohl nicht sein kann, dass Frauen immer seit Anbeginn der Zeit zu Hause sitzen und ihre Kinder, weiß ich nicht, was auch immer. Und das Hausfrauenbild ist ja auch einfach total schlecht dargestellt in unserer, also so empfinde ich das zumindest. Ich will einfach wirklich, ich will eine Familie und ich will ja Kinder und... Was? Der Feminismus verbietet dir, Kinder zu haben? Also tut mir leid, das verstehe ich nicht. Das ist doch alles wrong. Also da ist ein ganz krasses Definitionsproblem einfach. Da hätte man schon sagen können, ja gut, das, was du erlebt hast, hat nichts mit Feminismus zu tun. Du hast halt Hass auf Männer gehabt. Und dann dachtest du, Feminismus verbietet dir, Kinder zu haben. Das ist so verstrahlt. Die interpretieren Chancengleichheit mit Chancenverpflichtung. Also die glauben, Feminismus bedeutet, dass du die Chance, dass die Gleichheit der Chance automatisch eine Verpflichtung ist. Aber im Feminismus ist es doch so, dass du als Frau auch die Entscheidung treffen kannst, dich deinen Kindern zu widmen. Du kannst dich aber zum gleichen Maße auch dazu entscheiden, zu sagen, ich will aber beruflich Karriere machen. Das geht doch in die eine und die andere Richtung. Es geht ja eben um die Chancen, das überhaupt durchzuziehen. Die Möglichkeiten, es umzusetzen. Und die Möglichkeiten, es so umzusetzen, dass du nicht benachteiligt bist im Umgang mit der Arbeitswelt, weil du irgendwie weniger verdienst, weil man die Wahl hat. Es geht also um die Wahl, Dinge zu tun und nicht eingeschränkt zu sein. Und die setzen sich da selbstverständlich hin und reden von Verboten oder irgendwelchen, jetzt bin ich aufgewacht und jetzt kann ich endlich Kinder kriegen. Hä? Wie jetzt? Was? Das ist ja komisch. Das hat doch überhaupt nichts mit Feminismus zu tun. Ich weiß nicht, wovon die da reden. Dieses ganze Denken, was eine Frau ist, also früher war es so, bloß nicht in Schubladen denken. Ja. Und heute zu sagen, ja, eine Frau gebiert. Hausfrauen sind in feministischen Kreisen absolut verpönt. In welchen feministischen Kreisen sind denn Hausfrauen verpönt? Und was ist ein feministischer Kreis per se? Ist das eine lokale Gruppe bei dir? Oder hast du da was erlebt? Von welchen Frauengruppen sprichst du? Also welche Kreise sind das? Weil das ist ja eine, kannst du mir mal mehr dazu geben? Was ist ein feministischer Kreis? Welche feministischen Kreise sind das? Und was ist, wenn wir einen feministischen Kreis finden, der das zu viel Twitter-Blödsinn? Wolltest du mir gerade auf Twitter? Warte mal, was? Es gibt hier anscheinend einen grundsätzliches, ganz, ganz fundamentales Definitionsproblem. Die Gleichheit zwischen Mann und Frau bedeutet nicht, dass Frauen auf Dinge nicht zurückgreifen können, die sie im Rahmen ihrer freien Entscheidung eventuell dazu bringt, zu Hause zu bleiben und Kinder großzuziehen. Es geht um die Wahl, es geht um die Chance, es geht um die Gleichstellung in der Gesellschaft. Und wenn Frauen das machen, dann ist das doch gut. Frauen können sagen, hey, ich bleib zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder. Frauen können aber auch sagen, ich bleib nicht zu Hause, ich gehe arbeiten. Mein Mann macht Elternzeit. Frauen können sagen, ich zieh mich so an, ich mach das, ich mach dies. Frauen können sich aber dazu entscheiden, das nicht zu tun. Und das müssen sie nicht machen, weil ihnen irgendjemand vorschreibt, entweder durch eine Stimme, die aus dem Himmel kommt oder irgendwen anders, sich so oder so anzuziehen. Es geht um die Freiheit der Entscheidung. Ne? Finde ich beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Korrekt, ja. Auf Social Media finde ich auch Videos von einer Userin namens der Äquivalist.
Okay. Während ihr Account auf YouTube noch aktiv ist, wurde ihr Profil auf TikTok mittlerweile gesperrt. Okay, warum wohl? Dennoch teilt sie weiter ihre Meinung zu gesellschaftlichen Problemen und führt diese zurück auf eine neue Form der Weiblichkeit. Auch andere Frauen teilen diese Meinung in Reaction-Videos. Aber wisst ihr, was wirklich ist? Die steigende Zahl von mentalen Krankheiten, geschiedenen Familien, Problemkinder, Depressionen und so weiter. Und nein, daran ist nicht das böse Patriarchat schuld. Oh, okay, I see. Auch nicht Männlichkeit. Es ist der Aufstieg der toxischen Weiblichkeit. Die toxische Weiblichkeit. Ich glaube, wir müssen da mal wieder ein paar Definitionen knallen lassen, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ich weiß gar nicht, was toxische Weiblichkeit ist. Ich weiß das gar nicht, sag das, ich kann gar nicht, ich wüsste gar nicht, ob ich das ablehne oder dem zustimme. Ich weiß nämlich gar nicht, was es ist. Was ist denn die toxische Weiblichkeit? Männerhass? Ist das toxische Weiblichkeit? Oder ich weiß es nicht, was toxische Weiblichkeit ist. Hier schreibt jemand meine Ex. Hinter der Equalist steckt die 22-jährige Marxaline Schiffer. Wir treffen sie im Wald in der Nähe ihres Heimatortes. Aus Angst vor Hatern will sie nicht, dass man weiß, wo sie wohnt. Nachvollziehbar. Ich konfrontiere sie mit ihrer Aussage, dass toxische Weiblichkeit der Grund für Depressionen, Scheidungen und Problemkindern sei. Hä? Aber was ist denn toxische Weiblichkeit? Wie kannst du denn für dich diese Kausalität einfach auf diesen Punkt toxische Weiblichkeit zurückführen? Ich würde sagen, das ist einer der Punkte und das ist 1,5 Jahre her, das Video. Ich würde das jetzt ein bisschen anders sehen. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Im Endeffekt geht es halt um so Kleinigkeiten. Toxische Weiblichkeit, Toxic Femininity, toxisches Weiblichkeit beschreibt das selbst oder fremdschädigende Verhalten von Frauen durch Erfüllung männlicher Erwartungshaltung. Der Begriff von toxischer Weiblichkeit ist relativ neu und umstritten. Warte mal. Toxische Weiblichkeit bedeutet, dass Frauen männlichen Rollenbildern entsprechen wollen und andere Frauen dann ihre durch Erfüllung männlicher Erwartungshaltung. Also beschreibt sich die Antifeminismusblase selbst? Weil das wäre ja dann toxische Weiblichkeit. Also sie wäre es selbst. Das ist ja merkwürdig. Das Erfüllen von, ja genau. Toxische Weiblichkeit beschreibt das selbst und fremdschädigende Verhalten von Frauen durch Erfüllung männlicher Erwartungshaltung. Ja, das ist eine Selbstbeschreibung. Die sich aber durch ein gesellschaftliches Konstrukt erklären lassen. Zum Beispiel, man verdient im selben Job mehr. Sie erklärt mir, dass der Gender Pay Gap nur darauf zurückzuführen sei, dass Männer ohne Elternzeit mehr arbeiten. Ich dachte, sie sagt wenigstens etwas, was in der Szene relativ verbreitet ist, wie, naja, die verhandeln halt schlechter. okay. Das ist ja köstlich. Also das habe ich noch nicht gehört. Wegen der Elternzeit und weil sie da mehr arbeiten, die Männer. Deswegen verdienen die Frauen da weniger. Okay, lassen wir erstmal so stehen, Digga. Ihr seht es in meinem Gesicht. Es fällt mir schwer, ihr zu folgen. Ja, weil sie Scheiße redet. Der Grund, warum sie da... Der Grund, warum man das in ihrem Gesicht sieht, ist, weil sie halt bekanntermaßen umgangssprachlich absolute Scheiße erzählt. Und wenn man halt dann hingeht und... Das ist halt einfach... Es ist wundervoll, ne? Also... Das Internet hat einfach wirklich allen Arten von Menschen die Möglichkeit gegeben, eine gigantische Reichweite für den größten Blödsinn zu erreichen. Wie auch hier beispielsweise. Ne? Ich meine, wir gucken ja auch noch so einen Schmoren. Sagt so, ja, Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt und jetzt kriegen die hier nicht genug Gehalt. Das ist ja erstmal eine Beobachtung der Tatsachen, aber du weißt halt nicht, warum das so ist zum Beispiel. Und das ist halt eine toxische Seite von Feminismus, die ich halt sehe. Laut dem Warte, was redest du? Hat mir, dass der Gender Pay Gap nur darauf zurückzuführen sei, dass Männer ohne Elternzeit mehr arbeiten. Ihr seht es in meinem Gesicht. Es fällt mir schwer, ihr zu folgen. Und wenn man halt dann hingeht und sagt so,
ja, Frauen wurden die ganze Zeit unterdrückt und jetzt kriegen die hier nicht genug Gehalt. Das ist ja erstmal eine Beobachtung der Tatsache. Frauen wurden unterdrückt und jetzt kriegen die nicht mehr Gehalt. Das ist eine Beobachtung? Tatsache, aber du weißt halt nicht, warum das so ist. Zumal. Aber wir wissen, hä? Wie, du weißt nicht, warum du... Warte mal, stopp, stopp. Was sagt sie da? Also die Feststellung, also ist die... Und das ist halt eine toxische Seite von Feminismus, die ich halt sehe. Also stopp, stopp. Was sie gerade gesagt hat, ist, die Feststellung alleine, dass es einen Unterschied gibt zwischen Bezahlung zwischen Mann und Frau, die sie übrigens auf das Elterngeld oder in Zusammenhang mit dem Eltern, mit dem Mehrarbeiten von Männern wegen der Elternzeit bringt, ist nur die Feststellung selber des Pay Gaps, ist schon toxische Weiblichkeit. Also, die ist halt einfach vollkommen, die ist halt vollkommen Banane, Digga. Also, ganz ehrlich, die ist so vollkommen Banane. Das ist nach einem kurzen Gespräch merkt man so, auf Wiedersehen. Da ist halt nichts da. 1-2 Sätze ungeschnitten und schon merkt man, ja, die ist ein bisschen durch, Digga. Labert Unsinn und dann weitergehen, ne? Laut dem Statistischen Bundesamt ist der Gender Pay Gap bedingt von sehr vielen Faktoren. Teilzeitarbeit aufgrund von Mutterschaft ist einer davon. Dass diese Ungleichbehandlung jedoch zu toxischer Weiblichkeit und das wiederum zu mehr Depressionen führt, scheint wenig plausibel. Natürlich ist das nicht plausibel. No? Ich habe mich selber als feministisch gesehen, weil ne, als Frau, natürlich bist du für Frauenrechte erstmal. Aber dann hat sich das auf YouTube nicht mehr so gut angeklickt und dann habe ich einfach mal geguckt und auf der anderen Seite war das Gras grüner, Digga. Und auf einmal hatten die Videos dann auf einmal ein bisschen mehr Klicks und zack. Aber wenn man halt auch ein bisschen so in der Social-Media-Welt ist. Oh mein Gott! Und da, ja, sich die Sachen anguckt, da merkt man halt, also das ist total komisch. Die Leute repräsentieren das nicht so, wie ich das verstanden habe. Bruder, ich hol mal kurz meine Tarotkarten und lege euch mal ganz kurz die Lottozahlen aus. So, hier. Ich lege euch ganz kurz mal die Lottozahlen. Die erste Zahl ist die 9. Die zweite ist die 2. Die dritte ist die 5. Die vierte ist die 1. Die fünfte ist die 1. Die sechste ist die 5. Nee, die 6. Und die siebte ist die 2. 2 mal 1 geht nicht. Ja, dann machen wir einfach aus der zweiten 1 eine 2. Oder eine 5. Oder nee, mach eine 8. Denkt euch eine Zahl aus, Digga. Ist ja halb so wild. So, wir machen weiter. Wie genau sie es versteht, kann sie mir allerdings nicht sagen. Ihrer Meinung nach haben wir in Deutschland das Patriarchat schon lange hinter uns gelassen. Frauen hätten hier schon lange die gleichen Rechte wie Männer. Sie ist genervt von der Opferrolle, in die sich Frauen selbstständig stecken würden. Okay. Hä? Wir laufen gerade übrigens zu Maxalines Lieblingsplatz. Was löst der Wald bei dir aus? Ich mag das halt einfach. Ich mag halt nicht so menschengemachte Umgebungen. Für ihre krassen Aussagen im Internet erntet sie viel Hass. Auch den sieht sie als eine Folge von toxischer Weiblichkeit und Feminismus. Hä? Die Folge? Sie hat aber toxische... Also, was? In einem Video auf YouTube hat sie einige Reaktionen zusammengeschnitten. Sie bekommt Kommentare wie, du sollst dich umbringen. Oh nein, er hat schon wieder Geld materialisiert. Stirb einfach. Und sag ich nochmal, mit Liebe vom Herzen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nicht alles. Okay. Trotz brutalen Hassreaktionen macht sie weiter. Mein Eindruck ist, Maxaline ist Teil einer Online-Bubble, in der viel Hass herrscht. Und der Begriff Feminismus oft als Kampfbegriff für Männerhass missbraucht wird. Ja, genau. Während meiner Recherche richtet die Amadeo-Antonio-Stiftung eine Meldestelle für Antifeminismus ein. Hier treffe ich die Leiterin Judith Rahner. Die Stiftung macht Bildungsarbeit und klärt über Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus auf. Antifeministische Vorfälle kann man auf der Website der Stiftung melden. Körperliche Angriffe genauso wie verbale. Und auch Äußerungen wie die von den Frauen in diesem Film. Was passiert da mit den Meldungen?
Also es sind bisher tatsächlich hunderte Meldungen eingegangen. Wenn wir diese Fälle alle anonymisiert haben, dann werden wir das in einer Chronik veröffentlichen. Weil der Sinn ja dieser Meldestelle auch ist, die Systematik und die Zahl an Angriffen einfach mal öffentlich sichtbar zu machen. Aber sie hat doch recht. Wobei hat sie recht? Machen. Die Amadeo-Antonio-Stiftung will auch herausfinden, ob antifeministische Haltungen Einzelfälle sind oder Menschen sich vernetzen und organisiert sind. Laut Judith Rahner würden viele antifeministische Vorfälle bisher nicht angezeigt, weil sie unterhalb der Strafbarkeitsgrenze lägen. Antifeminismus ist ja kein Straftatbestand. Ist da irgendwie, also hat da die Politik was versäumt oder wie ist da Ihre Meinung dazu? Genau, Antifeminismus ist kein Straftatbestand. Deutschland ist sehr statistikgläubig. Alles, was nicht in der Statistik abbildbar ist, findet auch nicht statt. Das will die Stiftung ändern. Die Meldestelle soll dieses Dunkelfeld abbilden. Als die Meldestelle im Februar online geht, schlägt der Amadeo-Antonio-Stiftung massive Kritik entgegen. Auf Twitter fallen Stasi-Vergleiche. Mhm. Ich zeige Judith Rahner ein Format, das ich auf TikTok gesehen habe. Es heißt, wir klären das. Ah, warte mal, das sind doch die, sind das nicht die Rechten, die da oben kopiert haben? Wir klären das, ist doch dieser rechte Informationskanal, der auf TikTok unterwegs ist, oder? Finanziert von einem Verein, den der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft. Okay, danke für die Klarstellung. Mittlerweile kenne ich die ganzen merkwürdigen namens 1%. Und die haben euch einen extra TikTok gewidmet. Wer oder was ist die Amadeo-Antonio-Stiftung nochmal? Als Ziel gibt die Organisation selbst die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft an und wendet sich gegen deren Gegner, nämlich angeblichen Rechtsextremismus. Angeblichen Rechtsextremismus? Rassismus und Antisemitismus. Angeblich. Na ja, klar. Es geht darum, alle rechten oder konservativen Positionen unter Beschuss zu nehmen und den Korridor des Sagbaren kleiner zu machen. So wird alles Nicht-Linke kriminalisiert, ohne dass Gesetze geändert werden müssten. Wer oder was ist die Amadeo? Ja, habt ihr solche Seiten auch auf dem Schirm und was würdest du ihr sagen? Da stimmt natürlich ganz viel dran. Es ist ja jetzt erstmal auch Fakt, wir werden von Bundesfamilienministerium mit Sachen gefördert. Manchmal ist es ja nur ein kleines Wort, was dann da, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, angeblichen Antisemitismus, ja. Angeblichen Rassismus. Ja, genau. Ich habe es gehört. Ich habe das sehr, sehr gut rausgehört. Manchmal hätten, wenn man so ein bisschen diese rechte Rhetorik so immer mal hört, dann erkennt man solche Dog Whistles sehr gut. Sehr, sehr gut. Angeblich, ja, genau. Und so weiter. Und da zeigt sich schon so Relativierung von gesellschaftlichen Problemlagen, wo die Rechtsextremen natürlich kein Interesse dran haben, was die auch einfach nicht sehen. Und alles, was sie dann am Ende sagt, ist totaler Quark, ja. Also, dass wir irgendwie alles, was nicht links ist, irgendwie diffamieren würden oder was weiß ich, was sie da sagt. Und nur das Rechte, das stimmt einfach nicht. Die Tatsache, dass es jetzt eine Meldestelle für Antifeminismus gibt, zeigt zumindest die Aktualität dieses Themas. Sehr gut. Genau dieses Phänomen untersucht die Soziologin Mareike Bauer. Dass auch Frauen gegen Frauen hetzen, ist für sie keine neue Entwicklung. In Krisenzeiten erhält die Ideologie jedoch neuen Aufschwung, sagt sie. Hast du das Gefühl, dass Antifeminismus eine Gefahr für die Demokratie darstellt? Ja, ich würde sagen, es stellt eine Gefahr für die Demokratie dar, weil es eben quasi entgegen demokratischer Ziele, wie zum Beispiel der Gleichstellung von Geschlechtern wirkt. Also es ist ganz klar reaktionär und antidemokratisch. Es wirkt gegen bisherige feministische und queere Bewegungen und deren Erfolge. Es ist ganz klar auch menschenfeindlich und ausgrenzend. Das Gefährliche ist, wenn wir uns so Online-Inhalte anschauen, dass es eben sehr subtil passiert. Also das sehen wir ganz klassisch bei den typischen Tradwives, ne? Also Traditional Wives. Tradwives, also Frauen, die das traditionelle Rollenbild glorifizieren. Das ist auf den ersten Blick kein besonders gefährlicher Inhalt. Und oft wird dieses antifeministische Element da auch sehr subtil eigentlich erst zum Vorschein. Auch der niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet schon 2022 das Phänomen Antifeminismus. Er sieht Antifeminismus im Zusammenhang mit extremistischen Bestrebungen und schreibt im Verfassungsschutzbericht: Insgesamt ist ein tradiertes, rückwärtsgewandtes Frauenbild im Rechtsextremismus vorherrschend, aus welchem sich ein entschiedener Antifeminismus ableitet. Naja, das ist halt das autoritäre Rollenbild dann auch, ja. Das heißt, es gibt Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus. Wird es geben, sicherlich. Bisher steht jedoch Antifeminismus von Männern im Fokus. Antifeministische Haltungen von Frauen werden bislang nicht besonders beobachtet.
Bei Maxaline finde ich keine solchen Verknüpfungen. Jasmin aber veröffentlicht regelmäßig Videos mit rechten YouTubern wie der Ketzer der Neuzeit. Uff! Ja, da bist du ja schon straight im Fascho, bist du im Reichsbürger, in der Reichsbürger-Szene schon. Und ein Golan. Herzlich willkommen in Talk Hidden im Volkswagen. Ja, haben wir mal Abschluss. Der YouTuber Ketzer der Neuzeit. Oh Gott, da hast du auch direkt bist du auch direkt im Faschosumpf. Stimmt am 13.06. eine queere Lesung in München. Auf seinem Kanal bei YouTube zeigt er, wie er versucht, sich Zugang zu Veranstaltungen zu verschaffen. Ich komme hier nicht zu. Oh, okay, das ist noch meine Frage. Bei der Polizist vorhin hat mir das gesagt. Aber okay. Was ist denn mit dir? Ah, Knie in die Eier hast gerade übrigens. Ich habe nicht verstanden. Und das nur, weil ich denke, es gibt zwei Geschlechter. Ich frage Mareike Bauer, wie sie diese Verbindung einschätzt. Da schlägt sich so ein bisschen die Brücke und da sehen wir auch ganz... Das ist auch echt, also was zum Trottel, Alter. ...ganz eindeutig, dass Antifeminismus als Brückennarrativ wirken kann zwischen verschiedenen Ideologien und verschiedenen Weltanschauungen, weil Ketzer der Neuzeit zum Beispiel ja ein sehr rechtsoffener Influencer ist. Antifeminismus als Brücke zu rechten Ideologien? Ob das den Frauen mit ihren Aussagen überhaupt immer bewusst ist? Die dritte Frau, die ich für diesen Film treffe, ist Mia. Auch sie ist mir auf Instagram aufgefallen. Von rechten Ideologien distanziert sie sich. Aber auch ihre Ansichten finde ich ziemlich krass. Mhm. Ich bin heutzutage auf gar keinen Fall eine Feministin. Sie fühlt sich vom Feminismus diskriminiert. Was? Also für die, also auf die Erklärung bin ich ja jetzt gespannt. Sie fühlt sich vom Feminismus diskriminiert. Findet, dass er Frauen die Identität raubt. Oh mein Gott, Alter, was ist mit diesen verstrahlten Menschen? Der Feminismus, der wirft ja gerade die Frage in der Gesellschaft auf, was ist überhaupt eine Frau? Eine Frau ist für mich eine Person, die mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wird und auch die passenden Chromosome dazu hat. Okay, also das ist eine Trans, sie lebt ihre Transfeindlichkeit und transidentitäre Feindlichkeit als Antifeministin aus. Okay. Weil Frauen, nicht biologische Frauen oder Frauen, die nicht in dem klassischen Frauenkörper geboren sind, für sie keine Frauen sind und darum sagt sie, sie lehnt Feminismus ab. Okay, crazy. Das ist für mich eine Frau. Mia ist Pastorin, Mitglied einer Freikirche und Mutter. Okay. Ihre Ansichten, über die wir heute sprechen, will sie jedoch unabhängig von ihrem Glauben begründen. Früher sei sie Feministin gewesen. Die sind alle früher, natürlich sind die alle Feministin gewesen. Aber dann haben die gemerkt und auf einmal, ja, nee, Frauenrechte sind eigentlich scheiße. Klar sind die früher alle Feministin gewesen, klar, klar. Ursprüngliche feministische Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht unterstützt sie. Ja, okay. Die bringen da halt wieder was durcheinander. Die sagt irgendwas von Feminismus. Sie ist gegen Feminismus, weil sie sich diskriminiert fühlt von transidentitären Menschen, von Transfrauen. Fühlt sie sich einfach diskriminiert und deswegen ist sie gegen den Feminismus. Okay. Das ist ganz schön dumm, ja. Heute hat sie den Eindruck, dass Feminismus Frauen davon abbringt, ja, Mutter zu werden. Es gibt so viele Dinge, die Menschen davon abbringen, Kinder zu bekommen oder Frauen davon abbringen, Mutter zu werden, Väter zu werden. Es gibt sicherlich einige. Ich denke auch, viele sind in den Wirtschaftsfragen verankert, weil die Leute kaum noch die Kohle haben, um sich selber zu füttern und die Frage nach, ich will kein Kind bekommen, weil die Verantwortung kann ich mir nicht geben und so. Es gibt so viele Herangehensweisen, das ist schon crazy. Also es gibt schon sehr crazy. Und dann zu sagen, Feminismus hindert Frauen daran, Mutter zu werden, ist halt hart verstrahlt. Ich finde es schwierig, wenn du nur aus Prinzip dagegen bist, diese Frauen haben schon ein bisschen recht. Sag mir bitte, es ist ja kein Problem, ich bin ja für eine Diskussion offen. Sag mir bitte, an welchem Punkt sie recht haben, weil ich erkläre ja auch sehr viel. Also wo ist denn eine grundsätzliche Opposition von mir, die ich nur einnehme aufgrund der Opposition. Also du sagst, ich bin nur dagegen, weil ich dagegen bin. Das kannst du mir ganz einfach schreiben. Schreib's hier einfach rein. Ist kein Problem. Ich kann das ja entkräften, ohne Probleme. Also wenn du sagst, ich bin nur dagegen, weil ich bin dagegen, okay, kannst du ja sagen. Ich sage, ich habe das jetzt gelesen, also schreib mir das, an welchem Punkt ich nur dagegen bin, weil ich dagegen bin. Weil das die linke Sucht
Sicht der Dinge ist. Okay, du sagst jetzt also, ich bin dagegen, weil ich dagegen bin, weil Linke dagegen sind. Okay, an welchem Punkt in der Argumentation bin ich dagegen, weil ich dagegen bin, weil ich keine Erklärung dafür habe? Auf was kann ich dir denn hier nicht erklären? Also beispielsweise, was ist der Punkt, den ich dir nicht erklären kann? Ich habe jetzt hier erklärt, die Frau ist gegen Feminismus, aber eigentlich ist sie gegen transidentitäre Menschen. Sie vermischt das irgendwie. Sie sagt, sie ist gegen Feminismus, weil diese ganzen Transidentitären, die findet sie scheiße. Das ist meine Erklärung. Darum finde ich das, was sie sagt, extrem verstrahlt. Da habe ich recht. Okay, an welchem Punkt habe ich denn nicht recht, den du aus meiner linken Perspektive siehst, weil ich links bin? Wenn ich dagegen bin, weil ich dagegen bin, da habe ich ja keine Argumente dafür. Ich kann das ja nicht erklären dann. Und ich erkläre eigentlich alles. Ich versuche das ja auch zu verargumentieren, halte an, erkläre viel, warum ich das so sehe, was die Problematik daran ist, was ihre Definitionen sind, was der Widerspruch ist. Wichtig ist die Erklärung. An welchem Punkt, dass man auf TikTok zum Beispiel einfach viel Männerhass findet? Hä? Nee, verlauf dich mal nicht. Was habe ich hier gesagt, wo du sagst, das habe ich nur gesagt, weil ich links bin? Wir haben gerade schon definiert, dass Männerhass nichts mit Feminismus zu tun hat. Viele in der Dokumentation bringen viele Frauen, oder zwei Frauen, um genau zu sein, ihre Antipathie gegen Männer. Ich glaube, da gibt es sogar einen extra Begriff für. Ich müsste mal nachgucken, was Männerhass im Einzelnen sagt. Ich sage Sexismus, aber es gibt da einen richtigen Begriff für, was Männerhass ist. Die verwechseln den mit Feminismus. Und das sagen die in dieser Doku aus. Und das habe ich auch hervorgehoben. Misandry? Weiß ich nicht. Also jetzt verstehe ich nicht, was ist der, Misandrie? Was ist denn der konkrete Fall von, ich habe hier das da gesagt, weil ich dagegen bin, ohne es zu erklären und nicht dich mitzunehmen. Du hast mir ja eben auch gerade schon zugestimmt. Ich verstehe nicht, warum du das sagst und deswegen will ich, dass du es erklärst. Und du hast ja jetzt die Möglichkeit, das zu erklären. Dass alle, die nicht für Feminismus sind, rechts sind, das kommt so rüber, meiner Meinung nach. Nein. Da hast du natürlich nicht zugehört. Das wurde sogar in der Doku genauso gesagt, wie ich es gesagt habe. Es gibt eine Schnittmenge zwischen Antifeminismus und autoritärer Betrachtungsweise des Haushalts und rechtem Gedankengut. Und eine Schnittmenge bedeutet, dass, und das zeichne ich dir gerne auf, damit du das verstehst, eine Schnittmenge bedeutet das hier. Also wenn hier Antifeminismus ist und hier rechtes Gedankengut, dann ist das hier die Schnittmenge. Das bedeutet nicht, dass alle Antifeministen recht sind und das bedeutet nicht, dass das hier automatisch immer Antifeminismus ist, sondern das heißt, dass es hier eine Schnittmenge gibt, die groß oder klein sein kann. Das ist Schnittmenge. Und so wird, das wird in der Doku so gesagt und das sage ich auch so. Da stimme ich überein. Ich sehe da auch eine Schnittmenge. Du hast es falsch verstanden. Okay, alles klar. Cool, Kuss. Warum hast du das Gefühl, dass Feminismus gegen die Mutterschaft läuft? Auch. Wie du merkst, ich bin ein großer Twitter-Recherchierer. Ja. Sie ist übrigens auch ein großer Twitter-Recherchierer. Ja. gib mal ein bei Twitter, Regretting Motherhood. Wenn dir jemand sagt, gib mal ein bei Twitter und ich bin ein großer Twitter-Recherchierer, dann ist das problematisch. Ja? Sie zeigt mir, welche Beiträge sie meint. I prefer the regret of not being a mother to the regret of having a kid. Und das ist halt... Dieser Post hat 36 Likes. Ganz viel, die Agenda. Ja, hat 36 Likes übrigens. Ist krank, viral gegangen. Gute Recherche, dankeschön. Im Twitter-Post steht, ich bedauere es lieber, keine Mutter zu sein, als zu bedauern, ein Kind zu haben. Es wird ja nur einseitig beleuchtet. Wo ist denn mal jemand, der einen Hashtag machen würde, Feminismus, Mutter sein, ist klasse. Ja, wenn, okay, also es gibt sicherlich Muttersein ist klasse Hashtags von vielen Müttern da draußen, aber das klickt sich halt nicht so gut wie etwas Regret Motherhood-mäßiges. Und ich meine, sie ist ja eine geübte Twitter-Recherchiererin, sie können das sicherlich finden. Ja, hier haben wir einen klassischen Fall von selektiver Wahrnehmung, ja. Cherry-Picking, selektive Wahrnehmung plus Cherry-Picking plus hast du schon auf Twitter das gesehen? Gibt's doch nicht. Ja, es gibt die nicht. Die Regretting Motherhood-Kampagne, auf die sich Mia hier bezieht, warnt nicht davor, Mutter zu werden, sondern will sichtbar machen, dass es auch Mütter gibt, die es bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Ja.
Weiter stört Mia am Feminismus die große Aufmerksamkeit auf Vielgeschlechtlichkeit. Transfrauen beispielsweise sind für Mia keine Frauen. Was ich nicht möchte, ist, dass meine Kinder unterrichtet werden. Im Unterricht, dass das Geschlecht, was sie bei ihrer Geburt haben, kein Identifikationsmerkmal dafür ist, dass sie eine Frau sind. Also was diese sehr verstrahlte Frau hier gerade wiedergibt, ist einfach eine, ist einfach nur Transfeindlichkeit. Also sie ist halt einfach transfeindlich. Sie redet da von Feminismus und ist gegen Feminismus, aber ist, das ist für sie nur eine Nebelgranate, um offen transfeindlich zu sein. Das ist jetzt unangenehm tatsächlich. Ich finde das auch menschenfeindlich und allgemein sehr, sehr schade, dass es solche Menschen gibt, aber es gibt die. Man kann diesen Menschen auch schlecht entgegenwirken, weil die sich in einer Blase befinden, wo Argumentationen keine Hilfe mehr sind, weil es hier um offene Menschlichkeit geht. Also es ist jetzt, da wird Leuten die Identität abgesprochen und dann gesagt, nee, das ist nicht so, weil ich sehe das so. Und dann ist es sehr schwierig, da argumentativ vorzugehen oder überhaupt einen gemeinsamen Nenner zu finden, der einem diese Menschenfeindlichkeit irgendwo, wo die aufhören würde. Ne? Also die Frau ist keine Antifeministin, die ist einfach nur ein Menschenfeind. Oder ein Transfeind und damit ein Menschenfeind. Das ist keine Wissenschaft und Kinder werden so verunsichert. Ja. Ich hoffe, dass man im Rahmen der Bildung an einem Punkt ist, an dem man langfristig verstehen wird und das auch ohne irgendwelche Ideologie weitergeben kann oder geprägte Meinungsbilder weitergeben kann, dass es Menschen gibt, die mit ihrem biologischen, wo die Diskrepanz zwischen dem, was sie als selbstverständliche Identität haben und dem biologischen Geschlecht so groß ist, dass es für sie ganz normal wird, diese Diskrepanz zu bereinigen. Und das ist ja offensichtlich dann etwas, das gemacht werden muss, um geistige Gesundheit herzustellen. Denn geistige Gesundheit ist ja auch wichtig, so wie körperliche Gesundheit. Und die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung im Kopf, der identitären Wahrnehmung von sich selbst und der körperlichen Realität wieder in den Einklang zu bringen, das ist ja das, was bei Transidentität eine wichtige Sache ist, damit da langfristig auch einfach offen mit umgegangen werden kann. So, ich verstehe die Debatte darum schon fast gar nicht mehr, weil das für mich so normal ist. So, es gibt Menschen da draußen, die werden geboren, aber deren Kopf signalisiert denen die ganze Zeit, ich bin das aber nicht. Ich fühle mich aber als hier oder ich fühle mich als Frau, ich fühle mich als Mann, ich bin das nicht. Und diese Situation zu akzeptieren, ich würde mir wünschen, dass es normaler, für mich ist es vollkommen normal, das zu akzeptieren, dass es dieses Problem gibt, beziehungsweise dass es diese Menschen gibt, dass die dann mit dieser transidentitären Realität leben müssen. So, ich weiß das einfach. Len Schmid von Mobirex ordnet diese Aussagen als transfeindlich ein. Auch Transfeindlichkeit ist Teil einer antifeministischen Mobilisierung. Ich habe das Gefühl, dass Kinder, die heute sagen, ich bin heterosexuell, ich bin nicht depressiv, ich habe sonst keine Störungen, ich bin nicht emo, ich bin kein Klimaaktivist. Und also jetzt wird halt schon ein sehr konkretes und merkwürdiges Bild von dieser Frau gezeichnet. Das muss man mal sagen. Ja? Also schon sehr, what the fuck. Das ist halt eine Bingo-Tabelle fast. Eine Feministin, das sind die, die gehatet werden. Ich bin nicht emo. Da soll noch mal einer sagen, dass es hier um eine Opferrolle geht. Denn tatsächlich hat sie einfach nur irgendwo Minderheiten aufgezählt, die dem Heteronormativ nicht entsprechen oder der gesellschaftlichen Normalität und stilisiert sich als Opfer. Und stilisiert die Leute, die dann die Normalen sind, ja, dann die sind ja dann natürlich die Opfer, weil wie werden die ja den ganzen Tag gehatet? Genau. Die langweilig sind, die ja als Nazis abgestempelt werden. Als ja, genau. Puh. Konservativ, die ausgegrenzt werden und die auch Diskriminierung erleben. Das ist, was ich gerade sehe, was in den Schulen hier passiert. Ja, ja. Sie erzählt mir, dass ihre Kinder in der Schule viel Aufklärung über queere Themen halten. Und plötzlich entsteht dieses Feeling von, es ist ein Hype und alle wollen jetzt queer sein.
aber es ist ja einfach nur dieses Gefühl von, ich darf das sein, wenn ich das fühle. Ja, wie gesagt, ja. Wir beide haben jetzt hier da unterschiedliche Meinungen, aber der Hype ist definitiv da. Ja, ist total im Hype, transidentitär zu sein. Klar, voll im Hype. Ja, da bist du halt einfach auch, da hast du halt einfach auch nichts, was du entgegnen kannst, dass ihr hilft, diesen Knacks, den sie hat, irgendwo argumentativ ein bisschen wegzunehmen, weil das ja ein Knacks ist. Das ist halt ein Knacks. Die wirst du nicht überzeugen, die soll in ihrer Wahrnehmungsblase ein bisschen vor sich hin kochen, ist ja okay. Da verschwendet man seine Zeit. Es ist interessant, das hier zu sehen, tatsächlich. Es ist sehr interessant, das zu sehen, aber es ist auch sehr. Ich glaube, es ist vergeudete Zeit. Aber ist okay. Weil wer heutzutage queer ist, ist definitiv cool, bekommt super viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Von daher, es ist schon so, dass eine Manipulation. Ich bin, seitdem ich queer bin, auch erst erfolgreicher Streamer geworden. Wissen viele nicht, ne? Dass ich erfolgreicher Streamer bin, liegt jetzt nicht daran, dass ich mich auf Basis von Unterhaltung irgendwie im Rahmen meines Kanals in den Vordergrund stelle. Sondern erst seitdem ich mich für queer, aktivistisch und pro-trans-identitär äußere, mein Gott, seitdem geht es bei mir richtig ab. Meiner Meinung nach. Skalieren durch Queeren. Die Richtung vorhanden ist. Alter, das muss man sich mal vorstellen. Menschen suchen sich nicht aus, ob sie queer sind oder nicht. Und queer sein kann immer noch gefährlich sein. Laut dem Bundesfamilienministerium wurden 2022 über 1000 Straftaten gegenüber queeren Menschen gemeldet. Auf dem Balkon frage ich sie, ob sie das Gefühl hat, sich nicht mehr frei äußern zu können. Oh mein Gott, das ist, oh no. Oh, bitte nicht. Man kann das heutzutage nicht mehr sagen, weil die ganzen linken Medien, die geben das ja auch anders vor. Und wenn man dann mal die Wahrheit sagt, dann wird man direkt gecancelt. Oh, was kommt denn jetzt noch? Cancel Culture und Social Media und die Linken und die Grünen. Oh mein Gott. Meinungsfreiheit. Let's go. Mein Eindruck ist, die Woken, dass wenn ich jemandem sage, ich bin nicht deiner Meinung, dann fühlt er sich davon schon sofort verletzt und diskriminiert. Sagen wir mal, du sagst mir, ich möchte lieber ein Mann sein. Das Problem ist aber auch, dass es hier eine andere Tragweite hinter sich hat. Wenn du jemanden deiner Meinung nach die Identität absprichst, dann ist das schon verletzend, Alter. Es ist halt deutlich verletzender, Menschen ihre Identität abzusprechen, als zu sagen, ja, ich bin jetzt ein Mann und du bist damit nicht einverstanden. So, das ist, ach, come on, das muss man doch raffen. Und wir wären Freundinnen, würde ich dich sehr lieb haben. Und ich würde mir für dich wünschen, dass du erkennst, was für eine schöne und tolle Frau du bist. Und dass, wenn ich dir das sage, Eva, ich höre deinen Schmerz. Und oh mein Gott. Und ich höre das, dass du nicht zufrieden bist. Aber wenn ich dir mal sagen darf, ich finde dich klasse, wie du bist. Was für eine übergriffige Scheiße, Digga. Dass das nicht diskriminierend ist, dass das nicht homophob oder transphob ist, sondern dass auch als Wohlwollen gemeint sein kann in deine Richtung, weil ich dich mag und dir einen schweren Weg ersparen will. Genau. Du nutzt also die Freundschaft zu deiner Freundin aus, um das. Oh Gott, Alter, das ist so fucking manipulativ. Holy shit, Alter. Sie spricht aus, was viele denken. Doch indem Mia nicht diskriminierend und nicht homophob sein will, ist sie schlichtweg genau das. Diskriminierend und homophob. Also du bist überhaupt nicht transidentitär. Transidentitäre Menschen gibt es ja nicht. Du bist eine schöne Frau. Ich sag dir jetzt mal, dass du eine schöne Frau bist und dann kriegst du deinen Kopfklaus da mal ein bisschen in den Griff, wa? Und jetzt geh zurück in die Küche, geh zu deinem Mann nach Hause. Der wartet schon darauf, dass die Kartoffeln gekocht werden. Auch darüber spreche ich mit Len Schmid. Mias Aussage legt nahe, dass es sich bei Transmenschen um Menschen mit wenig... Lächel doch mal mehr. Du siehst so traurig aus. ...bewusstsein oder um ein Resultat von gesellschaftlichen Rollenvorstellungen handelt. Len Schmid zitiert hier den Bundesverband Trans. Transgeschlechtlich bedeutet, jemand fühlt sich nicht ganz oder nicht immer dem Geschlecht zugehörig, das der Person bei der Geburt zugewiesen wurde. Korrekt. Das Gespräch mit Mia verfolgt mich auch nach dem Drehtag noch lange. Ihre Sorgen werden von Angst getrieben. Die Haltungen der drei Frauen, die ich treffe, sind antifeministisch. Also von allen drei Frauen,
fand ich das, was die Religiöse gesagt hat, ironischerweise am nachvollziehbarsten. Weil die hat das gesagt, weil die einer Religion, weil die ihre Bibel liest. Und ich kann verstehen, warum sie das sagt, weil sie die Bibel liest. Ich kann nachvollziehen, aha, die trifft diese komplett verstrahlten Aussagen, weil sie Bibelverse zitiert. Das kann ich nachvollziehen. Die anderen zwei vollkommen verstrahlt, ohne jegliche unhinged, also vollkommen gar keine Kontrolle mehr über den Körper und dann einfach und dann sagen die sowas. Vollkommen krass. Vollkommen krass. Aus völlig unterschiedlichen Beweggründen. Antifeminismus kann ein Eintrittstor in extreme Ideologien sein. Doch nicht jede kritische Äußerung gegen Feminismus lässt sich gleich im rechten Spektrum verorten. Mhm. Manche Aussagen von Antifeministinnen können die Diskriminierung von Menschengruppen legitimieren und kratzen an der gleichberechtigten Teilhabe in unserer Gesellschaft. Manche ExpertInnen mahnen deshalb: Ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, dass Antifeminismus eben antidemokratisch ist. Wie groß das Phänomen ist, wird noch erforscht. Hass und Hetze, gerade auch zwischen Frauen, gehen währenddessen weiter. Tja. Sure.